Hey Leute und willkommen zu einer neuen Folge von der FIFA 20 Torwartkarriere hier mit Marc-André Ter Stegen bei Barcelona. Wer die letzte Folge verpasst hat, der hat einiges Spannendes verpasst. Einfach mal rechts oben beim i vorbeischauen. Ja, da haben wir ziemlich gestruggelt. Wir hatten ein paar Probleme, auch ordentlich Patzer. Aber zum Ende hin dann nochmal super Paraden rausgehauen. War auf jeden Fall ganz in Ordnung. Mein Spiel ist abgestürzt. Jo. Geil! Alter, wenn der Spielstand jetzt nicht gespeichert ist, dann raste ich aus. So, da sind wir wieder zurück. Geil, dass das Spiel abstürzt. Das ist immer richtig toll. Aber es hat alles abgespeichert, von daher alles in Ordnung. Wieder original Stadion, schätze ich mal. Also das finde ich echt cool, dass in der La Liga echt alle Stadien sind, glaube ich, mit drin. Alle, oder? Gibt es da welche, die nicht mit drin sind? Weiß ich nicht. Aber vielleicht habt ihr das auch schon geschrieben in der letzten Folge. Keine Ahnung, auf die letzte Folge konnte ich noch nicht eingehen, da ich das hier direkt im Anschluss aufnehme. Deswegen herrscht auch so ein bisschen die Gefahr, dass ich genauso scheiße bin wie in der letzten Folge. Hoffentlich natürlich nicht. Das letzte Auswärtsspiel hat nicht so super funktioniert. Ich bin mal gespannt, jetzt hier auswärts gegen Sauna, was? Ich weiß es nicht. Dembele kickt wieder einen super Ball. Da gibt es den Elfmeter. Elfmeter. 9. Spielminute für uns, für Barcelona. Keine Karte. Ich bin gespannt, ob er den jetzt macht. Ich hoffe einfach mal schon. Dembele wird umgehauen. Lionel Messi macht ihn. Yes. 9. Minute, 1-0, Barcelona. Nice one. So wie ich das sehe. Torhüter vernascht. Ganz stark. Kann sein, dass es ein Aufsteiger ist. Jawohl, den können wir halten. Aber ich glaube echt, dass das sind das Aufsteiger. Das kann schon irgendwo auch sein, oder? Also die Abstöße, die müssen wir nochmal üben. Das ist irgendwie nicht so geil. Jetzt der Schuss, ganz, ganz knapp vorbei. Busquets. Ja, er setzt sich da super durch. Der Pass war ja grottenschlecht. Was zur Hölle? Nein. Nein, ich habe mich so verschätzt. Nein. Geht es wieder los? Fragezeichen. Fehler über Fehler. Oh mein Gott, habe ich mich da verschätzt. Das ist gar nicht cool. 1-1. Wenn es ein Aufsteiger ist, ist es echt traurig. Da muss sie hier ja, doch wieder zurückkommen. Eigentlich müssten wir da souveräner spielen. Ich habe echt ohne Spaß. Ich habe gedacht, der spielt den hier am kurzen Pfosten an. Also ich habe zu 99% dachte ich, der Ball kommt dahin. Also so sah das für mich aus. Und deswegen bin ich da so weit nach vorne gerannt, dass ich den Ball einfach abfangen kann. Und dann habe ich gemerkt, dass der viel höher kommt und über mich drüber geht. Und what the fuck. Da hatte ich mich wirklich komplett verschätzt. Hier jetzt nicht. Mal am besten einen Abstoß machen vielleicht. Oh, nee. Läuft richtig gut. Merk schon. Halbzeit. Ja, naja. 1-0 durch den Elfmeter gemacht. Wir waren eigentlich die deutlich bessere Mannschaft. Ich habe zwar 1-2 gehalten, aber ja, dann doch irgendwie wieder einkassiert. Also so souverän bin ich halt noch nicht irgendwie. Und ja, auswärts sind wir allgemein offensichtlich nicht so stark. Keine Ahnung, jetzt steht es wieder unentschieden. Aber das hilft mir trotzdem nichts, wahrscheinlich. Boah, guter Schuss. Aber er ist nicht drin. Boah. Diesmal stand ich besser. Ich glaube, den hätte ich gehabt, auch wenn er gekommen wäre. Ich stand ziemlich perfekt eigentlich für das kurze Eck. Aber das gefällt mir trotzdem nicht, weil, was soll ich dazu sagen? Also wir zeigen vorne nicht mehr so viel. Ja, am Ende, das würde jetzt noch passen, dass ich dann nochmal irgendwie patz und dann nochmal einer reingeht. Dann verlieren wir das Spiel sogar. Selbst ein Unentschieden ist ja auch schon schwach. Und jetzt gibt's einen Konter in der 84. Spielminute. Hilfe!
Hilfe! Oh, der Ball kommt nicht an. Bei Flanken habe ich ja sowieso immer schon Angst. So, jetzt letzte Möglichkeit, noch irgendwas zu zeigen. Gleiches Abpfiffen, macht bitte noch ein Tor. Komm schon! Messi, streng dich an. Nochmal eine gute Vorlage jetzt. Na, da ist halt keiner. Oh doch, Griezmann ist da! Das hätte es sein können, müssen, ich weiß es nicht. Ecke nochmal. 1:1 steht es und wir haben in der 92. Minute so eine gute Chance. Jetzt gibt es nochmal eine Ecke. Eine gute Ecke hatten wir in der letzten Folge. Vielleicht wird das jetzt wieder eine gute Ecke. Nein, wird das nicht. Die Chance noch nicht vorbei. Ah, Flanke noch rein. Griezmann, der Torwart hält. Und das war's. Nur ein Unentschieden. 1:1 gegen diesen, ich glaube, Aufsteiger. Ich weiß es nicht hundertprozentig. Ja, wir nehmen immer einen Punkt mit und es ist auch richtig spannend, diese Karriere. Es ist jetzt nicht so, dass wir locker flockig durchgehen, aber es ist halt meistens durch meine Patzer, das ist so das Problem. Ein Tor haben wir reingelassen, zwei gefangen. Weiß ich nicht. So, was ist das denn? Europameisterschaft-Qualifikation. Spielen wir jetzt ernsthaft Länderspiele? Das ist auch krass. Ist mir gar nicht so aufgefallen, aber tatsächlich in dieser Karriere logischerweise spielen wir auch Länderspiele. Wir sind ja hier Ter Stegen bei Deutschland. Das gibt's ja nicht. Jetzt laufen wir unerwartet noch hier im Nationaltrikot auf. Gar nicht mit eingeplant. Aber wir sind auf jeden Fall mit dabei. Und sollen das Tor beschützen. Hoffentlich kriegen wir das hin. Was da los? Was da los? Erste Parade. Wow, wir halten. Juhu. Und da ist das 1:0. Oh, ich wurde gerade angerufen. Es zählt sowieso nicht. Was ein Dreck. Ich wurde gerade angerufen, wollte ich sagen. Und dann habe ich zu spät die Kamera nach vorne geschwenkt. Aber abseits, Bellarabi, es zählt sowieso nicht. Komm, wir sind die bessere Mannschaft, wir müssen uns belohnen. Der Yogi, Junge, das ist ein Typ, ey. Leck mir am Arsch. Toni Kroos. Kroos. Mann, wir sind besser, wir müssen das Tor machen hier einfach. Ja, wir waren da. Laola Welle ist auch am Start, sehr schön. Wir waren da, er wäre sicherlich besser gegangen, aber gut. Türkei macht auch mit bei der unserer Laola-Welle, das ist auch interessant. Die gegnerischen Fans machen trotzdem mit. Ist ja geil. So, den können wir halbwegs wegfausten. Und den haben wir. Halbzeit, Leute, das ist schade. Wir sind nämlich wirklich besser. Wir sind wirklich besser. Hatten sogar schon Abseitstor und so. Wir müssen eigentlich mehr daraus machen. Das, am Ende mache ich wieder einen Fehler und wir verlieren das Spiel. Deswegen wäre echt schade, weil eigentlich müssen wir gewinnen. Ja. What the fuck? Was war das für eine Kameraführung? Aber ich sag's ja, am Ende mache ich wieder einen Fehler. Und dann bin ich wieder der Depp, bloß weil meine Mannschaft es vorne nicht macht. Es ist ein Eigentor von Bender. Ich war nicht rechtzeitig in dem Eck. Ich weiß nicht, ob ich den haben kann. Ich würde mal sagen, eher schwierig. Von daher mache ich mir jetzt keinen großen Vorwurf. Ich mache eher den Stürmern einen Vorwurf, dass sie hier noch nicht das 1:0 gemacht haben. Alter, ich hätte schon wieder so ausrasten können. Ich war nicht schlecht gestanden, war dran am Ball und er ist trotzdem reingegangen. Alter, wenn es kein Abseits gewesen wäre, ich wäre so komplett ausgeflippt schon wieder. Ja, keine Ahnung. Ich wusste ja eigentlich schon, dass es kommt. Also ich weiß nicht, was ich dagegen noch sagen soll. Ich will mich nicht rechtfertigen, 2:0. Also wenn ich Ter Stegen spiele, dann sollte Jogi Löw doch eher auf Neuer setzen. Ich will da nichts hingegen diese Diskussion in Real Life sagen, aber ja, keine Ahnung. Das war's, 2:0 verloren, noch ein Länderspiel haben wir vor uns. Es kann eigentlich nur besser werden, Angreifer müssen treffen, ich muss ein bisschen was halten. Wobei, guckt euch das an, das ist eigentlich 3 gefangene Bälle, 2 gehalten. Es war nicht viel los, muss ich ganz ehrlich sagen, also wir, die Deutschen, waren die bessere Mannschaft einfach. Wir hatten
die Möglichkeit, schon 2-0 zur Halbzeit zu führen. Wir sehen es hier. Und trotzdem habe ich 3 gefangene Bälle, 2 pariert. Also, ich habe ja nicht mal so ein schlechtes Spiel gemacht. So, zweites Spiel gegen Schweden. Ja, da haben wir den ersten Ball. War ganz schwer natürlich. Alter, der Abwurf, what the fuck. Aber wir haben den Ball wieder. Komm, jetzt vielleicht mal. Schieß doch, schieß, Mann. Alter Vater, echt. Da haben sich zwei Mannschaften gefunden. Also Schweden zeigt fast nichts. Deutschland zeigt sowieso fast nichts. Keine Ahnung. Den Ball können wir abfangen. War gut, dass wir da gestanden sind, aber auch nicht die schwerste Aufgabe. Mann, Leute! helft mir, Mann! Weißt du, ich habe so Spaß an dieser Torkette eigentlich, ne? Aber bei solchen Situationen, keine Ahnung, da geht einfach alles schief. Ja, er spielt den Pass nach außen, ich gehe mit nach außen. In der Mitte ist einer, den habe ich zu spät irgendwie wahrgenommen. Keine Ahnung. Das Ding ist, was soll ich denn machen, wenn ich mehr reinrenne, um den Pass abzufangen? Dann kann es sein, dass er in die kurze Ecke schießt und ich die nicht richtig decken kann. Wenn ich weiter nach rechts gehe, um dann den Schuss ein bisschen mehr zu vermeiden, dann kann es sein, dass er wieder in die kurze Ecke schießt. Und so, wenn ich die kurze Ecke gut deck, ja, dann passt er halt ihm und ich krieg den Ball nicht mehr. Ne? Sah ein bisschen scheiße aus. Ist auch scheiße, aber tja. Ich bin nun mal nicht der beste Torhüter. Das habe ich auch in der letzten Folge schon gesagt. Den haben wir. Jetzt sind wir auf Zack. Aber die Mannschaft allgemein ist nicht auf Zack. Und der Abwurf. Ey, was mache ich denn mit den Abwürfen? Ey, God damn it. Komm schon, Mann. Das war die einzige und die beste Chance von Deutschland. Und jetzt ist die Partie auch schon so gut wie gelaufen. Vielleicht noch einen Schuss, den wir aufs Tor bringen. Nee, bringen wir nicht. Und damit verlieren wir in dieser heutigen Folge zweimal, einmal unentschieden. Nicht einmal haben wir gewinnen können. Ein paar Patzer von mir, ein paar gute Paraden. Ich finde, ich habe in diesen heutigen 3 Spielen nicht schlecht gespielt. Da war die letzte Folge viel, viel schlimmer. Also ich sehe mich jetzt nicht so negativ. Jetzt ist die Facecam ausgegangen. Egal, ich sehe das jetzt nicht so negativ. Aber an sich trotzdem extrem, extrem schade. Facecam ist aus, die Folge ist jetzt auch vorbei. Lasst mir doch da, wenn es euch gefallen hat, schreibt einfach mal eure Meinung in die Kommentare. Ja, ihr dürft alles sagen, bitte nicht beleidigen. Natürlich nur konstruktive Kritik. Aber wir sehen es hier, 5 gefangene Bälle, 2 abgefangene Flanken. Ich habe alles probiert. Ich werde weiterhin trainieren, üben und natürlich hoffen, dass es was wird. Das war's dann von diesem Video. Lasst mir doch da, wenn es euch gefallen hat, haut rein, bis zum nächsten Mal und ciao, ciao.